Ein weniger bekanntes Wort in Star Wars ist ein sogenanntes Nexus. Dies beschreibt einen Ort, an dem die Macht sehr stark konzentriert ist, zum Beispiel auf Dagobah, dem Rückzugsort des Jedi-Großmeisters Yoda. Auf diesem Planeten ist die Macht sehr stark, vor allem die dunkle Seite in der Höhle des Bösen, welche Yodas Präsenz verbergen konnte. Ein ebenfalls sehr bekanntes Nexus und dazu sogar das stärkste ist auf Mortis, der Heimat der einen, welche das Gleichgewicht der Macht verkörpern. Anakin konnte auf Mortis für kurze Zeit sogar sein volles Potenzial nutzen und den Sohn sowie seine Schwester, die Tochter, bändigen. Im Generellen stärkt der Nexus also die Verbindung zur Macht, geringfügig bis sehr stark, mit der Ausnahme vom eher unbekannten Nexus unter der Festung Darth Vaders auf Mustafa. Dieses Nexus funktionierte anders als alle anderen bekannten, denn dieses Nexus stärkte Vader anfangs gar nicht. Sondern musste die Macht, die das Nexus umgibt, erstmal umgewandelt werden, damit sie diesen stärkt. Dies lag wie gesagt daran, dass sie erst umgewandelt werden musste, damit sie für einen Sith wie Vader von Nutzen ist. Vader und der antike Sith Momen haben die Macht so verändert, sodass Vader das Portal der dunklen Seite öffnen konnte. Dies hat Vader jedoch zuvor schon ohne die Macht des Nexus geschafft und hat dies mit dem Nexus zwei weitere Male geschafft. Die Öffnung des Portals ist ein Kampf mit der dunklen Seite der Macht selbst, welche Vader letztendlich auch unterordnen konnte. Zu diesem Zeitpunkt konnte Vader, wie einst Anakin auf Mortis, sein volles Potenzial als der Auserwählte nutzen und war entschlossen, seine verstorbene Frau Padme wieder ins Leben zu holen. Dies zeigte erstens, wie mächtig Vader ist und zudem auch, wie viel Wissen er hat. Und ein weiterer sehr interessanter Fakt ist, dass Darth Maul ein Nexus auf Naboo erschuf und dies auch Leia Jahre später spüren konnte. Was sehr interessant ist, allerdings gibt es sehr wenige Planeten, auf denen es ein tatsächliches Nexus gibt. Darunter zählt natürlich Dathomir, die Heimatwelt der Nachthexen und Nachtbrüder. Wie gesagt, Dagobah, Arcto, wie wir wissen, der Rückzugsort von Luke Skywalker, der Planet der Macht und die Heimatwelt der Midichlorianer, welche im Kanon sogar mehr oder weniger verworfen wurden, Ilum, die geheime Welt der Jedi, hier findet man auch die Kyberkristalle, Lothal, kennt man vor allem als die Heimat von Ezra Bridger, Mustafa, der Kampf Obi-Wan gegen Anakin ist hier vor allem der bekannteste Kampf, der auf diesem Planeten stattfand. Allerdings ist der Planet ansonsten ziemlich interessant, da er sogar zum Teil nicht mit Lava bedeckt ist und sich dies verändert hat. Dies ist aber eine Geschichte für sich. Natürlich Mortis, Moraband, die ehemalige Heimatwelt der Sith und auch Malachor. Die Geschichte mit Naboo ist wie gesagt zweierlei zu betrachten, allerdings kann man hier auf jeden Fall sagen, Darth Mauls Präsenz war nach Jahren noch zu spüren. Und ich denke, dass es noch einige weitere, also die Mehrzahl ist hier ehrlich gesagt nicht ganz klar, ich sag aber mal Nexen und das heißt die Nutella, merkt es euch. Und denke, dass es hier auf jeden Fall noch weitere Nexen gibt oder Nexi, die noch nicht bekannt sind. Und damit würde ich sagen, das nächste Video erscheint, wenn das Nexus uns auf die 1000 Abonnenten pusht. Bis zum nächsten Mal und ciao.